Jo Freunde, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Es ist endlich da, seit dem für Vorbesteller 26. oder 25. müsste es sein, schon erhältliches Darksiders 3 oder für Leute wie mich, die sich das Spiel erst einige Tage später holen. Geht es nun endlich los mit dem dritten Teil der Saga, Darksiders 3. In diesem Teil werden wir, wie soll es auch so anders sein, wieder einen der apokalyptischen Reiter spielen, und zwar die gute Fury. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich wird es im Spiel noch ein paar Mal erwähnt, wie sie heißt. Ja. Aber wir wollen nicht lange schnacken, also let's go. Ah, kommt allzu gut. Gucken wir erstmal schnell in die Optionen drin hier. Ah, Helligkeit, vielleicht einen kleinen Ticken heller. Oder so. Audio. Gehen wir mal mit allem wieder so auf die Hälfte. Gut, die Dialoge können wir anlassen. Hochlassen. Untertitel natürlich. Schön weit oben. Wireless Controller. Da können wir uns im Laufe des Spiels selbst beibringen, und ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr wirklich viel. Hier nochmal reingeguckt. Trefferanzeige, ja. Ja, können wir alle zu lassen. Dann würde ich meinen, starten wir nochmal. Neues Spiel starten. Aber richtig. So. Wir werden natürlich, wie ich es in jedem Darksiders mache, immer erst den vorletzten Schwierigkeitsgrad nehmen und dann später in einem Livestream den höchsten. Gut, bei Darksiders 2 ging es leider nicht, also zumindest das, was ich eigentlich vorhatte. Obwohl, warte mal, wenn ich überlege, wir könnten eigentlich auch gleich auf apokalyptisch loslegen, denn hey, wir sind nicht unerfahren in dem Spiel und ich möchte schon wissen, was uns erwartet. Deswegen starten wir gleich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Let's go! Warum erschuf der Schöpfer ein Universum, das so unvollkommen ist? Voller Elend, voller Sünde. Die Gelehrten des Himmels und der Hölle nennen diese Frage das Rätsel der Trauer. Wenn die Sünde selbst Teil des großen Plans ist, ist die Sünde dann per Definition nicht göttlich? Eine Frage für die Weisen. Doch ein besonders ruheloser Haufen hat sich eingehend mit dem Thema beschäftigt, der Nephilim. Die Brut von Engeln und Dämonen. Krieger. Unerbittlich. Unaufhaltsam. Blutrünstig. Bis sie von vier aus ihren eigenen Reihen verraten wurden. Krieg. Tod. Zorn. Und Hader. Den vier apokalyptischen Reitern. Die Verräter erhielten unvorstellbare Macht von jenen, die dem Erhalt der Symmetrie von Ordnung und Chaos verschworen waren. Dem feurigen Rat. Sei Zeuge, wenn der Rat darüber tagt, den Krieg der Nephilim im Namen des Gleichgewichts zu beenden. Dies ist der neue Pakt. Krieg, der ihr das Feuer über die Welt bringt. Ihr seid die unaufhaltsame Kraft allen Schmerzes. Tod, dunkle Seele der Ewigkeit. Ihr seid der tiefste Verderb. Ihr seid das Antileben. Hader, ewiger Geist immerwährender Unruhe. Ihr seid das Unstete im Herzen aller, die leben und atmen. Und schließlich Fury, entsetzliche Kraft der Wut.
Ihr seid die Maschine, die... Wollen wir unsere Zeit mit Förmlichkeiten vergeuden oder kämpfen? Tretet vor und erkennt Reiter. Ihr seid die Ungeduldige deiner Sippe. Die Unberechenbarste. Ihr balanciert am Rande eurer eigenen Realität. Eure Brüder begreifen die Aufgabe, die vor ihnen liegt. Ihr auch. Ihr redet noch immer? Soll Tod uns einen Tee holen oder kommen wir endlich zur Sache? Fury, dein Part in dieser Geschichte muss erst geschrieben werden. Ich frage mich, wirst du das Schöpfungsfeuer neu entfachen oder die Glut endgültig ersticken? Träume sind aufregender als die Realität. Oh, hätte ich gewusst, dass der neue Pakt so aufregend ist, hätte ich mir von Krieg an Ort und Stelle den Kopf abschlagen lassen. Kann man an Langeweile sterben? Wüter, ist dir auch so langweilig? Vielleicht bist du aber auch nur faul. Würde ich nicht so an dir hängen, ich würde dich umbringen, nur aus Langeweile. Der Ruf? Endlich. Bitte, bitte, bitte sag mir, dass du ein Planet voller Dämonen bist, die getötet werden müssen. Oder zwei. Krieg? Welch klägliches Schicksal hast du dir aufgeladen, Bruder? Hüte deine Zunge. Ich bin vielleicht die Unbeliebteste unter den Reitern, aber meine Zunge hat mich noch nie in Ketten an einen Felsen gebracht. Fury, kommt näher. Ich nehme an, es gibt ein Chaos, um das sich jemand kümmern muss. Ihr scherzt, doch es ist wahr. Krieg hat seinen Eid gegenüber diesem Rat gebrochen und das siebte Siegel zerstört. Oh, die Apokalypse. Warum sollte er... Wir wissen es nicht. Noch nicht. Während wir reden, versinkt die Erde unter den Speeren des Himmels und den Hämmern der Hölle. Die Reiter sollen also reiten. Nein. Während der feurige Rat zu begreifen versucht, wie und warum der Verräter Krieg diese abscheuliche Tat begangen hat, gibt es eine Angelegenheit, die behutsames Vorgehen erfordert. Er hätte Tada rufen sollen. Er ist der Behutsame. Die sieben Todsünden wurden befreit. Von wem, können wir nicht sagen. Doch die sieben streifen nun ungehindert durch die Welt. Das Gleichgewicht zwischen Ordnung und Chaos ist bereits in Gefahr. Die Sieben dürfen nicht ungehindert agieren. Krieg liegt in Ketten. Tod ist verschwunden. Hader hat andere Verpflichtungen. Als ihr das letzte Mal mit ihnen zu tun hattet, hat es euch alle vier gebraucht. Mit diesen Dummköpfen werde ich im Schlaf fertig. Doch wenn das erledigt ist, verlange ich meinen rechtmäßigen Platz als Anführerin der Reiter. Wenn euer Gehorsam einen Titel gewährt, dann sei es so. Doch stellt uns niemals Forderungen. Reiter, ihr reitet unverzüglich aus. Sei gegrüßt, Fräulein Fury. Ich gebe zu, dies ist ein unerwartetes Schicksal. Eine Beobachterin? Ihr zweifelt an meiner Loyalität? Bitte, sei nicht böse. Ich bewundere dich so sehr. Ach was, ich bin ein Fan. Du bist der Reiter. Der Einzige, der zählt. Genug! Du darfst mich begleiten, aber komm mir nicht in die Quere. Ich werde wie ein Schatten sein. Unerschütterlich. Still. Noch stiller! Geht, sucht den Ort namens Haven. Eure Suche nach den Sieben beginnt dort.
Fury, warte. Ich, was auch immer zwischen uns vorgefallen ist, suche in deinem Herzen. Du kannst nicht glauben, dass ich dieser Verbrechen schuldig bin. Etwas stimmt nicht mit dem Universum. Sei wachsam, Fury. Mächte verschwören sich gegen uns. Hör auf meine Worte! Wow. Okay, also Fury gefällt mir mal unwahrscheinlich vom Charakter her, muss ich sagen. Die nimmt echt kein Blatt vom Mund, die Frau. What the fuck? Aber der vierte Reiter, ich hätte nicht gedacht, dass dieser Harden heißt. Da man... Ja. Kommt jetzt noch eine Videosequenz oder starten wir gleich mitten in den Spielen? Gut, wir sind mitten im Spiel. Schauen uns die wundervolle Fury an. Und nochmal zu dem, was ich sagen wollte, dass der vierte Reiter Harden heißt. Oder Harden, keine Ahnung jetzt mehr. Und dann auch noch, oder besser gesagt, schon bereits auf einer Mission ist. Oh, Freunde, wir dürfen uns auch den vierten Teil echt, die, oder besser gesagt, nach dem vierten Teil hier regelrecht die Finger lecken. Da hat sie ihre schöne Peitsche. Der muss mal auch erstmal so wirklich klarkommen. Wow, jeder der Reiter kann so ein Auto zerlegen. Außer Fury. Bist du etwa doch nicht so stark, Madame? Das Auge gefällt mir. Es hat irgendwas. Aber auf alle Fälle, was ich so jetzt schon zu Anfang ein bisschen bemäkeln muss, ist der Synchronsprecher von Krieg. Ich weiß nicht, entweder hat sich da, es sind immer noch der gleiche Synchronsprecher, da werde ich mal später ein bisschen recherchieren, aber mir persönlich gefällt er nicht, weil ich einfach den Synchronsprecher vom ersten Teil kenne, also jetzt nicht direkt, ist ja wohl logisch, aber halt von der stimmlichen Lage her, und da hat er mir einfach wesentlich besser gefallen. Wow, Fury hat auf jeden Fall so viel Kraft, dass wir Mülltonnen zerstören können und Gegner plattern können. Seelenlöcher. Gefallene Feinde setzen bei ihrem Tod Seelenlöcher frei. Blaue Löcher fungieren als Warnung. Grüne Löcher. Lurcher. Warum heißen die Dinger Lurcher? Hätten die nicht einfach Seelen bleiben können? Erneuern die Erholung der Nephilim und gelbe Löcher füllen deinen Zornbalken auf. Das ist doch schon mal schön. Wir können auch Mülltonnen zerstören. Markieren. Dann. Es stand da drinne, blaue Löcher sollen Warnungen aussprechen oder heißen. Wie muss ich das jetzt verstehen? Na komm. Also noch muss ich sagen, wie gesagt, wir spielen ja nun auf apokalyptisch. Ja, wow. Sie kann da hochspringen. Ist schon mal interessant. Aha. Ja. Gefällt mir alles. Eine der sieben ist nahe. Ich weiß es einfach. Hoffentlich ist es nicht leicht. Sie ist schrecklich. Sie ist nicht schrecklich, sie ist einfach nur neidisch. Ja, der musste jetzt sein, Leute. Der musste sein. Bisher können die Gegner uns noch nicht wirklich viel entgegensetzen. Oh, Fleisch. Kleines Heilungsfragment. Okay, schön, schön, ja. Ah, dass Fury auch noch die Aufmüpfige aus dem Team ist, die die Führungsrolle übernehmen will. Okay, hätte ich nicht wirklich ganz so mitgerechnet, muss ich sagen. Bam.
So, gibt es hier irgendwas am Anfang zu entdecken? Zornfragment. Yay. Ich brauche mehr Zorn. Wenn ich darüber schon wieder nachdenke, muss ich echt schmunzeln. Ich brauche mehr Zorn. Ich brauche mehr Zorn. Ich brauche immer noch mehr Zorn. So, wo müssen wir jetzt hier überhaupt lang? Müssen wir hier hoch? Nope. Kann Fury... Ja, sie kann. Ja, schon viel... Das zu wissen, macht mich froh. Denn... Sie scheint... nicht gerade eine der schnellsten zu sein. Hui! Das ist... Das gefällt mir auch schon mal. Ja, also das, was man bisher aus den Trailern so mitgekriegt hat... Ja, da bin ich ja schon gespannt. Okay. Hier kommt, passiert gleich was Großes, glaube ich. Genau. Haven, wer findet hier Zuflucht? Ungeziefer? Menschen, Herren. Wie süß. Ein Haus aus Stöcken erbauen, während die Welt untergeht. Wie genau soll es jetzt weitergehen, Beobachterin? Ich weiß nicht mehr als das, was der Rat befiehlt, Herren. Die Suche nach den Sieben beginnt hier. Mann, bist du hässlich! Neid! Meins! Menschen! Haven! Alles hier! Meins! Zieh weiter, Reiter! Sonst gehörst auch du mir! Ich habe eine Mission. Okay, okay. Menschenbeschütze? Menschen halten sich für die Krone der Schöpfung. Sie sind bloß Affen, die im Dreck krabbeln. Hegst dir einen ganz schönen Groll. Was sie haben, werde ich mir nehmen. Wenn sie nichts mehr übrig haben, sind sie mein Spielzeug, bis sie kaputt gehen. Du kannst mich nicht aufhalten. Oh, das habe ich gar nicht vor. Die Menschheit wird schrecklich überschätzt. Ich bin nicht ihretwegen hier. Ich gehöre ganz dir. Oh, nein! Oh, Mann. Oh, Mann. What the hell? Das hat aber so schnell schon... Los geht. Erholung der Nephilim. Ja, ja. Schön. Wow. Okay. Okay, okay, ja. Du bist unwürdig, mir gegenüber zu treten. Auf die Knie. Und du? Geh irgendwo hoch? Muss mir erstmal den Kampf hier so wirklich zu Gemüte führen. Ja, okay. Unwürdig, mir gegenüber zu treten. Auf die Knie. Dein Tod ist genau das, was ich mir wünsche. So. Muss mir doch mal einer sagen, wo ich hier lang muss. Na, nein, Fury, was machst du? Oh, fuck. Das ist so unfair. Begreifst du es nicht? Was mein ist, ist mein. Ja, schön für dich. Alter, die Steuerung ist echt. Ein Ding für sich. Hey, Fury, Mann! Ah, ich glaube, ich gehe jetzt drauf. Begreifst du
es nicht? Okay, ist eine Nummer für sich, betone ich nochmal. Also, heilige Mutter. Aber ich finde es dann doch schon ein bisschen merkwürdig. Ich meine, klar, wir suchen 7. 7 Todsünden. Und werden so schnell innerhalb des ersten Parts gleich zum ersten Boss reingeschmissen. Und das wirklich nach wenigen Minuten. Ah, aber eins haben sie sich echt nicht abgewöhnt. Diese verdammt lang. Und da muss ich von hier hinten beginnen. Ihr wollt mich doch veräppeln. Leute, ernsthaft? Meine Güte. Das ist doch nicht euer elendiger Ernst. Na, dann flitzen wir mal hier durch. Bams, weg mit dir. Das ist aber echt schon eine miese Nummer. Au! Was bildest du dir ein, Freundchen? Alter! Oh, die machen aber schon... Oh, die machen ordentlich Damage. Hm. Das ist jetzt ein bisschen doof. Hui! Ja, aber das Positive ist, dass Fury rennen kann. Ey! Friss deinen eigenen Dreck hier! Alter! Ich würde sagen, ab in die zweite Phase. Bams nach unten. Heilen wir uns mal lieber schnell. So, zack. Zack. Bam! Au! Jetzt willst du es aber wissen, hä? Mistkröter! Alter! Heilige! Oh, was? Ich kam nicht mal dazu so schnell. Das ist jetzt mies. Und dann jedes Mal da von Anfang an beginnen, Leute. Also, dass die da... ich meine, gut, ich bin auch so bekloppt und fange gleich auf apokalyptisch an. Aber hey, wir haben den ersten Teil auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad beendet. Wir haben den zweiten Teil auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad beendet. Also, hey, warum nicht auch gleich beim dritten durchstarten? Wir sind ja keine Unerfahrenen mehr. Gut, wobei die Steuerung bei dem Spiel ja nun völlig neu ist. Aber Halleluja. Das nervt hier gerade aber voll. Bam, und weg. Na komm du, oder? Gesichtsmauke. Komm her. Alter. Das ist ja mal überhaupt nicht unfair. Schmeiß auch nicht mit Messern. Kräutchen. Bam.
So, krieg hier nochmal irgendwas. Nee, immer noch nicht. Schade. Nein. Oh. Dass die dann nicht einfach gleich raufspringt. So. Na komm. Alter. So, wir rennen in die nächste Phase. Dein Tod ist genau das, was ich so, mir wünsche. Wir wissen ja mittlerweile, was wir hier machen müssen. Das ist eigentlich noch so der erste Boss, der eigentlich von allen am leichtesten sein sollte. Au, verdammt. Dann kann ich mir mal sicherheitshalber ganz kurz. Alter, ich bin doch gesprungen. Willst du mich verarschen? Ja. Was ich noch weiß, ist, dass man sehr viel mit Kontern hier arbeiten muss. Aus den Trailern. Ja. Los, weg! Hier. Schnell geheilt. So, und ab in die nächste Phase, die wie folgt sein wird. Erstmal wieder weiter nach unten. Ich besitze alle Macht. Oh Mann. Na komm. Ach komm, Fury! Alter, das ist dein scheiß Ernst! Jetzt müssen wir oder? Ne, wollte gerade sagen, jetzt hätten wir warten müssen. Dein Tod ist genau das, was ich mir wünsche! Stets unterschätzt, stets verunglimpft, bloß weil ich verdiene, was mir zusteht! Ja, das verdienst du auch. Anders als die. Dafür wirst du büßen. Begreifst du es nicht? Was mein ist, ist mein. Alter, das gibt's doch nicht. Komm, Spiel, Alter. Wenn ich jetzt wieder von Anfang an beginnen muss, dann dreh ich hier frei. Und wir laden und laden. Wenn wenigstens ein vernünftig ansprechendes Bild wäre und nicht ein schwarzes Bild und weiße Schrift. Alter, ey, das ist nicht euer shitten Ernst. Ja. Unser letzter Versuch für diese Folge. Ansonsten werden wir jetzt versuchen, in der nächsten Folge zu starten. Ist recht peinlich, dass ich wahrscheinlich den Boss als einziges nicht beim ersten Mal besiegt kriege. Aber gut, ich betone immer wieder, ich spiele ja auch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Denn das Spiel soll mich ja auch ein bisschen fordern. So, die messerwerfende Sau, die nehmen wir uns gleich mal zur Brust. Du bist dein nächster Freundchen.
Vergiss es. Nicht mit mir. So. Mensch, jetzt Kinder. Das nervt mich aber hier besonders, Alter. Ich meine, ich springe schon so hoch. Und trotzdem. Alter. Ey, obwohl ich ausweiche. Ich verstehe es nicht, obwohl ich ausweiche. Die nächste Phase. Du bist unwürdig, mir gegenüber zu treten. Auf die Knie. Auf die Knie, ich werde gleich, du Vogel. Gedöns. Genau, Fury. Oh, Alter, was ist denn mit der Alten los hier? Genau. Dein Tod ist genau das, was ich mir wünsche. Ja, und mein Wunsch ist dein Tod. Bloß, weil ich verdiene, was mir zusteht. Du siehst mir auch nichts anderes als die. Dafür wirst du büßen. Obwohl ich ausweiche. Verdammt, der nächste Phase. Alter, komm. Ab mit dir in die letzte Phase. Ja, komm, Kamera. Wir müssen uns trotzdem heilen. Auf Apokalyptisch haben wir ja nun schon mitgekriegt. Klatsch! Au! Dein Tod ist genau das, was ich mir wünsche! Boah, komm! Ach komm! Freunde, ich beende an der Stelle die Folge. Oder Cutte ist wahrscheinlich rein, wenn wir die alte besiegt haben. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Freunde, und ciao!